letzter zu Wort gemeldeter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, Dieter Brosch, Mediensprecher der Grünen. Danke, Frau Präsidentin. Ja, eine Debatte lebt ja davon, dass man ein bisschen auch Bart und Widerbart hat. Nico Alm, ich habe jetzt nochmal zugehört. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich was falsch verstehe oder ob sich die Position geändert hat. Aber vielleicht können wir das ja klären. Nämlich betreffend den ÖF und die Frage, ob es den ÖF weitergeben soll, ob er privatisiert werden soll oder wie das ausschauen soll. Ich ernte da immer heftiges Kopfschütteln bei den Neos, wenn ich formuliere, dass offenbar das Programm oder die Vorstellung dahin besteht, dass er sehr wohl privatisiert wird oder so nicht bestehen bleiben soll. Ich möchte nur klarlegen, woher ich das habe. Ich habe es nochmal nachgeschaut auf der Homepage von Nico Alm, dem Mediensprecher der Neos. Und wenn man dort nachliest, findet man bei einem Beitrag, da gibt es zwar mehr Datum, einmal 5.8.16, einmal 8.8.15, aber egal, es wird ja, glaube ich, trotzdem stimmen, einen Beitrag unter genau NZZ unter dem Titel Nehmen wir den ÖF auseinander. Beim ersten Zitat gebe ich zu, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig interpretiere. Da steht drin, der ÖF wird im Zuge einer neuen Medienförderung sukzessive an der Wertschöpfungskette vertikal desintegriert und zu einem Anbieter von Public Value umgebaut. Das war mir ehrlich gesagt etwas kompliziert, aber das wird dann noch deutlicher. Und dann sind zwei Dinge drin, die es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Und vielleicht hat sie verändert, ich weiß es ja nicht, aber das ist die Position, von der ich immer ausgehe. Und dann steht dazu ist es nicht notwendig, eine Sendeanstalt inklusive Produktions- und Vertriebsapparat zu betreiben. Es müsste reichen, die Redaktion so weit zu finanzieren, dass öffentlich-rechtliche Inhalte produziert werden. Und der nächste Satz oder etwas weiter drunter ist es noch deutlicher. Der ÖF produziert Public Value, der Vertrieb wird vom Privaten erledigt. Und wenn ich mir das durchlese, weiß ich nicht mehr, wo der ÖF bestehen bleibt, weil das Konzept besagt eindeutig, es braucht den ÖF als Fernsehsender nicht mehr, sondern es braucht jemanden, der offenbar die Redaktionen bezahlt. Das, was die liefern, gibt offenbar so viel an Interesse her, dass es jemand kauft oder es steht auch drinnen, wird er öffentlich finanziert, kann man dann vielleicht auch gratis zugreifen. Es braucht nur den ÖF nicht mehr. Und das in einem Land wie Österreich, wo es zwar Privatsender gibt, die ein bisschen aufbauen sind, was die Zugriffszahlen betrifft, aber wo es ja kein vergleichbares Angebot wie den ÖF gibt. Kollege Stolz hat noch den Zwischenruf gemacht, Vergleich mit Schweden. Ich vergleiche ganz gerne mit Deutschland oder mit der Schweiz. In Deutschland sind die Rundfunkgebühren 8 Milliarden Euro Einnahmen. Also nicht nur das Zehnfache, sondern mehr als das Zehnfache bei nicht der gleichen Anzahl an Sendern. In der Schweiz sind die Gebühren etwa doppelt so hoch. Kann man von mir aus noch mit dem Lohnniveau argumentieren. Es zeigt nur, es ist zumindest vergleichbar. Und das Modell sozusagen im deutschsprachigen Umland herzugehen und zu sagen, aber in Österreich braucht man den Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr, das kann ich schlicht und einfach nicht nachvollziehen. Mir liegen nun keine Wortmeldungen mehr vor. Die Beratungen zu diesem Themenblock sind somit beendet.